Guten Abend, werte Gäste, liebe Allergiker. Aufgrund der EU-Allergenverordnung sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass in diesem Programm weder Gluten noch Gluten, Sojabohnen oder Laktose enthalten sind. Sollten Sie gegen Wuchteln allergisch sein, halten Sie sich bitte die Ohren zu. Wir danken für Ihr Verständnis. Diese Durchsage enthielt leider keine Produktplatzierungen. Name Alex Christian, heute zum ersten Mal in Wiener Neudorf? Beruflich ja, privat nein, weil ich wohne in Marienzersdorf. Das heißt, die Lokalität ist Ihnen ja bestens bekannt. Ja, ich tue da jeden Mittwoch Fußball spielen daneben. Sehr gut. Was werden wir heute zu hören bekommen? Mein aktuelles Soloprogramm, das heißt Heimvorteil, die ungebügelte Wahrheit. Es handelt von einem Mann, also mich, ich spiele mich selber, der allein zu Hause ist und mit den Banalitäten des Alltags kolossal scheitert. Ich habe ein bisschen im Internet nachgelesen, Sie schlüpfen ja immer wieder in die Rolle einer anderen Person ganz gern, ne? Es kommt natürlich der Niki Lauda vorbei, das ist klar, das ist unerwartet. Heinz Brüller wird auch dabei sein im Programm. Der Franz Beckenbauer, der hat eine kleine, ja, sagen wir mal, Gastrolle. Ja, vielleicht Andi Herzog, dass er vorbeischaut, hat auch gesagt. Und ja, ich glaube, auch Toni Polster hat sich angekündigt, also es wird eine illustre Runde, kann man sagen. Ja. Ja, wir sind schon sehr gespannt und wünschen viel Erfolg für den heutigen Auftritt. Dankeschön. Ich habe das Programm schon in Traun gesehen. Ich muss sagen, es muss sich wirklich jeder freuen, dieses Programm bei uns hier in Wiener Neudorf zu haben. Ein Programm Heimvorteil, das auch das chaotische Zuhause beschreibt. Gibt es da Parallelen, wo Sie dann sagen, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor? Da gibt es sehr viele Parallelen. Er ist nämlich ein sehr guter Beobachter, wie es also im Leben tatsächlich geht. Er hat natürlich dieses ganze Internet kaufen sehr auf der Schaufel jetzt. Er will immer das Beste und Tollste über das Internet haben und hat dann natürlich Probleme mit seiner Frau, weil das Ganze da nicht so zusammenläuft, weil er als Macho ganz andere Ansichten hat wie seine liebe Frau. Und da gibt es natürlich Konflikte und Probleme. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Marktgemeinde Wiener Neudorf, Kulturabteilung, möchte ich Sie auf das Allerherzlichste begrüßen. Wir haben heuer ein bisschen von unseren Veranstaltungen einen Schwerpunkt auf Kultur und Kabarett gelegt. Wir haben also heuer noch drei Kabarettisten da. Das eine wird der Fifi Bissecker sein am 1. April. Das zweite wird dann Robert Balfrada sein im Oktober. Das heißt, nutzen Sie die Möglichkeit der Homepage, schauen Sie dort hinein. Wir haben wirklich immer ein tolles Programm. Ich sehe sehr viele Leute, die nicht aus Wiener Neudorf sind, aber es ist nicht schwierig. Googeln Sie Wiener Neudorf, Sie kommen über Veranstaltungen dorthin. Es ist immer was dabei. Wir haben einen schönen Saal und auch immer recht günstige Preise. Also nehmen Sie unser Angebot an. Es wird ein Heimspiel für Alexander Christan sein, er ist ja nicht sehr weit weg, er wohnt in Mödling und er wird dieses Heimspiel nützen und wird also den heutigen Abend als Heimvorteil bringen. Ich darf Alexander Christan bei uns in Wiener Neudorf recht herzlich begrüßen und wir werden ihn in wenigen Augenblicken auf der Bühne erwarten. Herzlich willkommen, liebes Publikum und lieber Alex Christan. Nein, wirklich, aber das werde Licht. Ah, da, okay. Achso, Entschuldigung. Nein, ich hab nur eine neue Ganglampe bei uns im Stiegenhaus montiert und die ist ein bisschen zu stark für unseren Sicherungskosten, weißt? Jetzt fetzt es da an den FI, die 500er, die, jetzt habe ich es aber eh repariert, jetzt soll es halten, also jetzt habe ich unten in der, also off, in der Off-Stellung vom Sicherungskosten vom FI-Schalter. Vom Off habe ich jetzt unten eine selbstschneidende Quinschraufe reingedraht und die On-Schaltung habe ich jetzt mit dem Gafferbandel fixiert. Heimwerker. Ja, nein, ich mache alles selber bei uns zu Hause. Alles, alles. Wirklich. Habe ich einen Heimwerker gemacht auf der Wifi. 1 bis 3. Beim 3er war das mit dem FI dabei. Nein, musst wirklich, du musst
wirklich bei uns im Haus musst du alles selber machen, weil es greift ja keiner mehr was an. Wenn was hin ist, schauen sie alle blöd, nicht? Kaum ist was hin, ne, was dann, also, ne, ist das nichts. Musst du selbst, alles musst du selber, nicht? Und jetzt einmal ehrlich, wer soll es machen, wenn du es nicht selber machst? Hm? Der Hofstädter von der Fünferstirn, der Herr Hofstädter, ha? Der was zu 100% ein Trottel ist. Der Hof, weißt du, was einer der eine geschraubt hat, der Hofstädter? Als Gangbeleuchtung eine Energiesparlampe. Sag ich, Herr Hofstädter, herzlichen Glückwunsch, ne? Stehen Sie mal 5 Minuten im Finstern, bevor Sie überhaupt sehen, ob Sie im richtigen Stock sind. Hat er gelacht. Nein, ich bin froh, dass ich es habe. War nicht günstig, muss ich sagen. Billig war es nicht, die 500, aber ich hab, Gott sei Dank gibt es einen Bausparer, habe ich ausbezahlt bekommen. Ich mich auch gewundert, muss ich sagen. Also wirklich, ich war ganz überrascht, dass es wirklich, aber sie haben es brennt. Ne? Und habe ich gekriegt in 6 Jahren, also wo jetzt habe ich die Einlage 6 Jahre habe ich plus gemacht, was auch schon ein Wahnsinn ist, plus 138,50 in 6 Jahren. Geht nicht zu Fuß, oder? Ich meine, hallo? 138,50 in 6 Jahren. Und jetzt habe ich natürlich gedacht, ich meine, ich habe gesagt, machen wir 140, nicht? Aber nein, zuerst dann, ich habe gesagt, stimmt schon. Jetzt hätten wir es dann auf dem Cent genau angezahlt. Dann habe ich mir gedacht, was macht man jetzt mit diesem ekelhaften Reichtum, der ausgebrochen ist? Ne? Muss man es ja investieren, weil auch der Wirtschaftskammerpräsident Dr. Leitl hat ja gesagt, wir müssen das Geld wieder in die Wirtschaft reinvestieren. Ne? Und der Leitl punktet ja nicht nur mit seiner Optik, sondern auch mit seiner Intelligenz. Und jetzt habe ich mir gedacht, na klar musst du das wieder in die Wirtschaft reinvestieren, weil was machst du mit dem Fünngeld, oder? Du kannst eh nichts mitnehmen. Ha? Müsst der Reichste am Friedhof sein? Das letzte Auto ist immer ein schwarzer Kombi. Ne? Naja, und jetzt haben wir noch wurscht, haben wir es aussehen, haben wir gleich bestellt. Ultralight Quadro 500 in Amerika. Bin überhaupt gerade ein bisschen am Weg der Erleuchtung, muss ich sagen. Oder wie die Amis sagen, am Highway to Hell. Ich bin damals den Shuttlebus gefahren für die Promis. Ne? Das war super, das Shuttlebus fahren. Ja? Das war wirklich toll, weil in dem Shuttlebus, muss ich ehrlich sagen, du kommst ja zu diesem Prominenten normal nie so zu. Ne? Du kennst das ja nur eigentlich aus irgendwelchen Illustrierten, ne? Seitenblicke und so, aber in dem Shuttlebus, ich und der Promi alleine, ne? Deutschen waren super, die Deutschen bitte, da lasse ich nichts kommen, die Deutschen, da war wirklich, da bin ich gefahren, Shuttle-Dienst zu der Weißwurstsparte, da im Rahmen des Hahnenkammrennens, haben sie mir einteilt, als Shuttle-Dienstfahrer, da Kitzbühel aus Richtung zu diesem Stankelwirt, ne? Der Weißwurstsparte, da noch Going rein. Ne? Going, ich habe das auch nicht gewusst, trotzdem darfst du mit dem Auto reinfahren, ne? Das ist eigentlich das ist interessant. Ne? Und im Auto Dieter Bohlen, Joachim Löw, Franz Beckenbauer. Ne? Jetzt haben wir noch 3 Biefke, was soll ich mit denen reden? Ne? Also, damals war Fußball noch, da haben wir noch so mitreden können wie jetzt. Ne? Jetzt haben wir noch, naja, Ding, aber vielleicht Musik, nicht Musik, da habe ich extra brennt für solche Fälle, wenn es nichts zum Reden gibt. Musik ist mir so ein bisschen Eisbrecher, aber ich brenne daheim vom Wetterpanorama, so eine Best-of, ja, so eine, ja, was das ist, so Zittermusik und Kernburm und Ursprung, Nuko im Quintett, lauter so ein Scheiß. Da habe ich dann eine geschoben in CD-Player, nicht? Nein, das war irgendwie, um die Leute auch ein bisschen auf diese rustikale Stimmung bei der Weißwurst-Party vorzubereiten. Nicht? Der Dieter Bohlen ist ja vom Hauttyp her ein bisschen ein UPS-Lieferwagen. Ne? Der ist ja, kennt man ja nicht, von das DSDS. Ne? Da ist er ja, nicht, wenn es den, weißt du nicht. Ne? So. Und jetzt ist mir der, bei die, ich glaube, es war bei den Ursprungbuben, ist mir der schon ins Ocker abgedriftet. Ja? Vom, so mit so einem leichten Grünstich ums Schnuffel. Jetzt haben wir gedacht, der speibt mir das Auto an, nicht? Original. Sag ich, Herr Bohlen, ist Ihnen nicht gut? Alter, kannst du mir eine andere Mucke machen? Ich finde so, die Scheiße hier, die Scheißmusik kommt nach Österreich, weiß das selber auch, die Scheißmusik und so. Nicht? Sag ich, Herr Bohlen, schon klar, wenn man mal einen Talking-CD einschiebt, hängt sich ja der Radio auf. Nicht? Also das und nicht nur der. Nein, also, sagen Sie, Herr Löw, wie ist es eigentlich, wenn Sie zum Beispiel mit der deutschen Nationalmannschaft ja, zu einem entscheidenden Spiel anreisen? Was hören Sie die Audi-Kicker? Man hört ja die immer, man sieht ja die nur mit so Kopfhörern. Was hören Sie? Sind irgendwie Motivationsklänge? Weiß man was? Ja, das ist natürlich schon auch eine interessante Frage. Ich hätte auch immer zu meinen Jungs gesagt, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, Brasilien Weltmeister geworden sind, bin ja auch mit gutem Beispiel vorangegangen. Ne? Ich bin ja, sagen wir mal, auch ein Mensch, der immer das Letzte aus sich rausholt. Ne? Und
Ja, ich sehe es eh gerade. Bitte nicht ins Auto. Gott sei Dank hat sich der Beckenbauer eingeschaltet, das war eine ganz peinliche Situation, nicht? Ja, richtig, ja. Ja, es war, zu meiner Zeit war das anders, ja. Ja, ich hatte ja zweimal das Vergnügen, Weltmeister zu werden, ja, 74 und 90. Ja, ja gut, wir hatten eigentlich keine, ja, sagen wir mal, sozialen Medien wie heute, ja, das Facebook und alles gab es nicht. Ja, wir hatten noch Gespräche. Ich habe zu meinen Kameraden hab ich gesagt, Freunde, morgen ein Halbfinale. Ja, trinkt einmal 8 Weißbier. Ja, Franz, was soll das für eine scheiß Idee sein? 8 Weißbier, die Spieler sollen doch regenerieren. Hör auf, ich die ganze Nacht auf die Toilette. Ja, richtig. Aber sie gewöhnen sich immer ans Gefühl des Ausscheidens, gell? Also, das war. Und ich muss ehrlich sagen, Formel 1 war auch super Shuttle. Herrlich. Habe ich immer abholen dürfen beim Schloss Gabelhofen. Immer wenn Grand Prix war in Österreich, in Zeltweg, habe ich beim Schloss Gabelhofen ich abholen dürfen Heinz Brüller, Niki Lauda. 7.30 Uhr. Ne? Der Niki, muss ich sagen, war ein bisschen schläfrig. Rotkäppchen hat noch ganz dunkel gemacht im Auto. Ne? Aber der Heinz war schon sehr auf Betriebstemperatur. Und wir steigen in das Auto ein. Hui, um Gottes Willen! Was ist denn? Haben Sie es gesehen? Haben Sie es gesehen? Was denn? Da vorne, da ist eine Stopptafel. Ich habe noch nicht einmal gestartet, Herr Brüller. Also es ist. Sie müssen aufpassen. Diese Stopptafel, die ist plus minus sehr, sehr berühmt, sehr, sehr berüchtigt. Ich kann mich erinnern, 1987, oder war es 88, ich glaube, es war Michele Alboreto, der Sohn eines sardischen Eisenbiegers, der über diese Stopptafel drüber gefahren ist und dann kam von rechts ein Steirer, Hans Gruber. Sie kennen ihn wahrscheinlich aus der berühmten Gruber-Dynastie, die ja schon seit 1902 eine Bäckerei in Knittelfeld betreibt, oder Knittelfeld, wie es im Rennenglisch heißt, Knittelfeld in der Nähe von Brighton, nicht zu verwechseln mit Sarah Brightman, die ja mit Andrea Bocelli dieses unglaubliche Lied gesungen hat, Time to Say Goodbye. Time to Say Goodbye, das hat man auch Damon Hill vorgespielt, als er seine Karriere beendet hat. Damon Hill, der Pilot, nachdem ja das Auto einem Schnaps benannt wurde, Williams, sehnen sich vielleicht, unglaubliche Geschichte, der ist auch nach Zeltweg reingefahren. Zeltweg heißt übrigens so wegen Elio De Angelis. De Angelis hat ja nie in einem Hotel übernachtet, sondern immer auf einem Campingplatz und nach dem Grand Prix wollte er seine Sachen packen und schaut, war das Zeltweg. Und deswegen hat ihm der Bürgermeister, ja, hat ihm, sag ich mal eins, das ist ein Blödsinn überhaupt noch nie gehört, ein absoluter Schwachsinn, den Namen hat damit relativ wenig zu tun, das stimmt überhaupt nicht. Nicht? Oh ja, Niki, die Namen haben sehr viel zu tun, zum Beispiel Williams, nicht, wo ja Damon Hill Weltmeister wurde, 1996, kann mich ganz genau erinnern, nicht? Zum Beispiel deine Kinder, die heißen Mia und Max, wieso? Ja, weil die sind von mir und ich mag es nicht. Warte schon, muss ich kurz nehmen, dass die Elke, na klar, da hast du das schon. Hallo, Herzi, das Navi funktioniert nicht. Navi, was ist der Gelbe, der lacht? Nein, der redet. Okay, WhatsApp, schick's mir. Kannst du ASAP kommen und schauen, was da jetzt Todo ist? Todo. Der ASAP. Das war früher eine recht normale Frau, muss ich sagen. Es ist nur. Nein, seit die das WhatsApp runtergeladen hat, ja? Jeden Tag, ist kein Witz, jeden Tag schickt man die aufgelegt 50 so gelbe Gesichter. Ja? Wir reden so schon wenig, ja? Aber jetzt hat es mir noch, jetzt hat es diese Emojis, schickt es mir an Locherten, an Rehraten, einer, der rehrt, weil er locht, dann kriege ich den, dann poscht es den, dann, die kann nicht mehr normal kommunizieren. Manchmal schickt es mir Hieroglyphen, da sind keine Buchstaben mehr, das sind nur mehr das heißt dann, ich komme gleich nach Hause. Das siehst du ein Haus, dann geht einer, ja, und ich sitze eine Stunde, da ist der schon eine halbe Stunde daheim. Ja, da sitze ich eine Stunde,
und entschlüssele diesen Blödsinn. Ja. Und was ja auch noch dazu kommt, ist dieses Modediktat. Wirklich junge Malen mit einer schönen Figur, die rennen einem völligen Trugbild hinterher, weil es irgend so ein Biffgemodel einer vorlebt. Da habe ich kein Foto für dich. Ja, wer will ein Foto von dir? Ich meine, entschuldige, ich brauche eh kein Foto, oder? Size Zero. Entschuldige, Size Zero? Was heißt Size Zero? 36 Kilo, Frau mit 36 Kilo, das ist ja wie der Pinocchio, oder geh mit Pinocchio fort. Das ist ja, neben der machst du die ganze Nacht kein Auge zu, bitte. Aber nicht, weil es so geil ist, sondern weil es schäbert, wenn sie sich umdreht. Ne? Und die kannst du auch nicht allein einkaufen schicken. Aber nicht aus finanziellen Gründen, die kommt in die SCS nicht rein, wenn du den Sensor nicht siehst. Ne? Wer würde denn das haben, so ein Röntgenbüttel mit Schuhe? Das ist ja ein Wahnsinn, ne? Das ist ja. Ich habe immer geglaubt, Spargelstecher ist ein Beruf. Ja? Nein! Und ich frage mich, wo dann die ihre Organe hin, bitte? Die hat doch keinen Platz mit 36 Kilo, bitte, wo hat die das? Das ist ja, der Darm hat 8 Meter Länge. Na wo? Fadelt die denn in die Haxen oben? Oder ich weiß nicht. Könnte schon sein, weißt du schon nicht. Ne? Vielleicht, das würde auch erklären, warum die beim Foto immer so da stehen. Die Models. Schon mal gesehen, die stehen immer so X-Achser da. Das liegt am 12-Finger-Darm. Der wird nämlich beim Unterschenkel mit der Achillessehne verknüpft, dass das hält. Ne? Und dadurch tratzt es automatisch ein. Ist natürlich auch für die Gewichtsverlagerung nicht so schlecht, nicht? Weil sie ja oben natürlich das, was da fällt, da kompensieren. Ein bisschen aufspritzen, ist ja wurscht, nicht? Dann stehen sie da oben in Doppel-D. Hab ich mir auch gedacht, weißt du, ich meine, wenn sie der liebe Gott, wenn der das wollen hätte, dass Frauen nicht, sie so überdimensionieren, dann hätte er ja noch gleich bei der Schöpfung, hätte er ja noch nicht statt Brustwarzen zwei Vorarlbeintür auf. Da, das ist ja, ich muss kurz in die Garage, muss dann, dass die fahren kann. Weiß nicht, vielleicht wollte sich ja auch ein bisschen austauschen, jetzt so wie ich noch geredet. Vielleicht eine Kleinigkeit trinken, dass wir uns in, weiß nicht, sagen wir 9, ist das okay, dass wir uns länger. Uhrenvergleich? Nein, ist in Ordnung. Passt, dann ist das Navi eingestellt und dann, gell, schöne Pause dabei. Danke.